Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit Psalm 115, Vers 1. It's not about you. Es geht nicht um dich. So beginnt Rick Warren seinen Bestseller Leben mit Vision, Purpose-Driven Life, und zeigt auf, dass es im Leben nicht nur darum gehen kann, dass ich ein glückliches Leben habe, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen, sondern dass ich etwas brauche, was größer ist als ich selbst. Dass das Ziel meines Lebens über mein eigenes Leben hinausweisen muss. Und da muss ich nach meinem Schöpfer fragen, danach fragen, was Gott sich gedacht hat für mein Leben. Und was die Bibel uns zeigt, ist, dass wir leben, um Gott die Ehre zu geben. Nicht umgekehrt. Gott ist nicht dafür da, dass wir groß rauskommen, sondern wir sind dafür da, dass Gott groß rauskommt, dass er geehrt wird. Und das hat der Beter hier erkannt in diesem Psalm. Und er sagt, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Ich wünsche mir ein Leben, wo man nicht hinterher über mich Bücher schreibt. Kann man machen, wenn man will, wenn es was Interessantes gibt. Aber ich wünsche mir ein Leben, das Menschen ansehen und darüber ins Schwärmen kommen, wie Gott ist, was Gott tut, wie er sogar mit mir was anfangen konnte. Und ja, da geht es dann auch weiter, wenn es darum geht, wenn das im Zentrum steht, dass Gott die Ehre bekommt. Dieser Gott ist ein gnädiger Gott. Dieser Gott ist ein Gott, von dem es in dem Psalm dann später heißt, Gott denkt an uns und er segnet uns. Und er will Dinge in unserem Leben tun, er will Dinge durch unser Leben tun. Und auch hier in Vers 1 heißt es ja, um deiner Gnade und Treue willen. Also darin, wie du an uns handelst, sollst du geehrt werden. Wir werden dabei auch gesegnet, ja. Wir erfahren Gutes aus seiner Hand. Das ist wahr. Und dafür können wir auch beten und das können wir auch erwarten und das können wir für andere erwarten. Aber das bleibt nie Selbstzweck. Gott ist nicht dafür da, dass es mir gut geht, sondern ja, da, wo es mir gut geht, aber da auch da, wo ich herausgefordert bin, will ich mit meinem Leben Gott die Ehre geben. Er ist Ziel und Zweck und Sinn dieser ganzen Schöpfung und ich darf ein Teil davon sein. Und ich wünsche mir das, dass ich ihn verherrliche und dass Menschen in meinem Leben etwas von seiner Größe sehen. Herr, wir danken dir, dass du so groß bist, dass du so wunderbar bist und dass, wenn wir deine Ehre suchen, dass wir darin auch Segen empfangen. Aber dass du uns lehrst, ja über diesen Segen, den wir bekommen, hinauszuschauen. Herr, wir wollen etwas sein zum Lob deiner Herrlichkeit. Wir wollen dir alle Ehre geben. Halleluja. Amen.